Wie gesagt, den haben wir in Large bestellt, also oh, gleich mal fett geschlatzt, Lounge. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, heute ist es endlich soweit. Das angekündigte Unboxing ist gekommen. Nice, Digga. Es ist aber gleich, sage ich gleich vorweg, eine absolute Katastrophe. Es sind da einige Sachen nicht gekommen, wie mein furchtbarer Kampf mit den Jaded London Hosen. Bin ich einfach verflucht. Es soll einfach nicht sein, dass ich diese Hosen bekomme. Das heißt, die werden fehlen in diesem Unboxing, werden aber zukünftig dann natürlich ausgepackt. Trotzdem habe ich zwei wichtige Parts. Zum einen den Part mit den vielen Stuff, den wir uns von HBX bestellt haben und natürlich auch die Schuhe, die ich in dem eigenen großen Shopping-Stream jetzt finally mit euch unboxen werde. Ich sag gleich dazu, es ist ein absolutes Chaos, es ist zusammengestoppelt, aber ich habe zumindest in jedem einzelnen Part das gleiche Shirt an, um euch nicht komplett zu verwirren. Ja? Aber Freunde, teure Sachen können viele einkaufen, wie man das aber kombiniert, ist wieder ganz eine eigene Geschichte. Deswegen folgt gleich mal meinem Instagram hier verlinkt und seht, wie ich die einzelnen Pieces kombiniere, werden jetzt auch laufend immer wieder Fotos folgen. Ich bin nämlich auch morgen unterwegs in München bei Rare Fashion für einen eigenen Shopping-Vlog. Habt ihr euch ja auch gewünscht. Der kommt dann am Sonntag. Und am Samstag wird dann noch eine weitere Folge von Offenheit oder Off-White gedreht. Wird jetzt sehr vieles kommen die nächsten Tage und Wochen. Also seid auf alle Fälle am Start. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, was die nächsten Wochen passiert. Nämlich finally der offizielle Release meiner Kollektion Liberty and Justice von M&M. Also bleibt auf alle Fälle gespannt und richtet euch schon mal die Timeline, es wird mit Oktober dann finally so sein. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, starten wir direkt los mit dem ersten Unboxing des HBX-Einkaufs, den wir gestern angeboxt haben. Gut, without further ado, gehen jetzt direkt rein in das wunderbare Unboxing des heutigen Tages und sehen uns an, was wir da bei HBX gekoppt haben. HBX, HBZ oder HBX? HBX, zumindest keine Jaded London Hosen, so schaut's aus. Her mit dem Paket, was ich ja witzig finde, ist, wir haben bei Misbehave bestellt, aber das Paket kommt aus China. Alles fake. Na, aber wir bestellen aus Polen, quasi von einer polnischen Marke und lassen es uns aus China schicken. Nice, also Digga. Der ökonomische Fußabdruck funktioniert. Wir haben wieder extrem gut das Klima unterstützt. Nicht. Schau mal rein, Leute. Ah. Jawohl. XX Large Sized Objects. Ready for immediate use. Naja, aber das ist ja mal wirklich hochwertig eingepackt, Leute. Zack, das geht so auf. Sehr, so. Aber das ist doch 100-mal geiler als irgendeine Farfetch-Bestellung, oder? Mein Eindruck jetzt. Da schauen wir rein und das Erste, was uns anlacht, ist ein giftgrüner Hoodie. Und beim giftgrünen Hoodie habt ihr ja entscheiden können, ob wir eher was von Misbehave oder von eben diesen giftgrünen Hoodie nehmen. Wir haben uns dann für den entschieden. Der ist von Stüssi. Den finde ich mega nice. Wir haben den in Large bestellt und ich denke mal gerade, ob XX Large nicht nicer gewesen wäre. Der Gedankengang war ja so ein bisschen, den zu kombinieren mit den Louis Vuitton Trainern, weil der eben giftgrüne Laces dabei hat. Vom Feeling her sage ich jetzt, bisschen besser als Fruit of the Loom. Bisschen besser. Wirklich jetzt nicht so die High Quality, aber auch nicht schlecht. Wisst ihr, was ich meine? Man sieht es auch so ein bisschen an den Kordeln und an den Ösen. Es ist so Supreme Qualität, würde ich sagen. Aber ich finde den vom Colorway sehr fresh. Ich mag halt auch einfach dieses legere Logo von Stüssi. Finde ich einfach sehr, sehr cool. Hat so ein bisschen die Skate-Vibes, die wir jetzt wieder backbringen. Und auch hinten hier haben wir einen fetten Stüssi-Print hinten drauf. Zieh den jetzt einfach mal an. Schauen wir mal, ob das Large gut fittet. Ich habe jetzt ein mega oversized Shirt an. Aber ja, sitzt gut. Ah, der sitzt Baba, Leute. Was sagt ihr zum Fit? Wie viel von 10? Ich finde den richtig nice, auch bei den Ärmeln. Finde, dass der sehr gut fällt. Giftgrün sticht natürlich ins Auge. Hätte man sich vermutlich im Sommer auch holen können. Aber Fit finde ich auf jeden Fall nice. Hinten nochmal mit einem Stüssi Printing hinten oben ist der erste Kopf, passt safe, perfekt zu den Louis Vuitton Trainern. 9 von 10, 8 von 10. Also ihr seid der gleichen Meinung. Ich finde den gut. Also ich war, Entschuldigung. Ich finde den Fit nicht schlecht. 10 von 10, was hat der gekostet? Scheiße. Um die 100, 120 Euro sowas. Wir haben da wirklich auch einige Schnapper gemacht bei HBX, muss man sagen. Wir machen direkt, es ist einiges von Stüssi dabei. Wir machen direkt mit dem nächsten Stüssi Piece weiter. Das ist ein Crewneck. Den habe ich sehr cool gefunden, weil der so ein bisschen College Oldschool Vibes mitbringt. Ah, der Stoff, den finde ich aber jetzt nicht schlecht. Also den Stoff finde ich wirklich gut. Vorne steht Stüssi, ganz schlicht obendrauf mit 1980.
Ich bin auf den Fit sehr gespannt. Stoff ist in Ordnung. Auch für den, glaube ich, so um die 100 Euro bezahlt. Ich werde ihn jetzt auch erstmal probieren, Leute, wie der fittet am Körper. Aber wenn der jetzt auch L ist, dann müsste er eigentlich eh auch fitten. Ja, Leute. Uff, boah, der Schnitt ist aber schon geil, oder? Der Schnitt ist schon wild. Also das kann man auf alle Fälle lassen. Wirkt auch relativ breit, so wie ich es mag. Der ist schlicht, der ist blau, passt perfekt zu den SBs dazu. Ich mag den Colorway, ich mag diese College-Vintage-Vibes ein bisschen. Auch ein sehr guter Cop, meiner Meinung nach. Auch der Chat findet es nice, 10 von 10. Und für 100 Euro, 120 Euro kann man das auf alle Fälle machen. Machen wir weiter mit einem Shirt, diesmal nicht wieder Stüssi, sondern bringen wir ein bisschen eine Mischung rein. Ich habe mir ein Shirt von Ada Error geholt. Das habe ich gleich hier. Da steht der Preis auch nicht oben. Aber ich glaube, wir haben auch nicht viel mehr bezahlt als 150 Euro für dieses Ding. Also von dem her kann man auf alle Fälle machen. Ah, okay. Das heißt, der Crewneck, der hat nur 70 gekostet. Okay, das ist nice. Das ist tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, mein erstes ADR-Piece, weil ich diese UFOs und so weiter nicht so wirklich gefeiert habe. Ich habe mir da auch eher ein schlichteres Shirt geholt, in schwarz, wo ich das Printing einfach nice fand und finde, dass das überall dazu passt. Das ist das Ding, das ich mir geholt habe. Vorne steht so ganz schlicht ADR drauf. Ich sehe jetzt auch gerade, auf der Seite ist noch ein Print, da steht drauf, but near missed things. Und hinten haben wir so einen ewig langen Text, der natürlich extrem wichtig ist und den wir uns beim Shopping-Stream auch durchgelesen haben, bevor wir dieses Piece gekauft haben. Ich merke vom Stoff, der ist sehr, sehr dick und sehr, sehr weich. Fühlt sich schon fast an wie ein Pullover, nur halt dünner. Also finde ich sehr, sehr cool. Ich bin am Fit gespannt. Auch das haben wir in L gekauft. Schau mal rein. 10 von 10 würde ich nicht sagen, aber es ist ein schlichtes, nice Shirt, wo die Ärmel auch nicht allzu lang sind. Ich drehe mich mal ganz kurz, damit ihr auch die Rückseite seht. Ärmel zu kurz. Ja, ich weiß, viele wollen die Ärmel halt da unten. Ich finde, es geht noch klar. Die Misbehave-Shirts sind ja auch alle so, wenn man ehrlich sind. Normales Shirt, nichts Besonderes. Ja, finde ich auch. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. So ein Basic-Shirt, was passt einfach. 10 von 10 ist nicht, sind wir uns ehrlich. Aber ich finde es trotzdem sehr cool. Und der Stoff ist mal was ganz Besonderes, was ich so noch nicht gefühlt habe. Wir haben da noch ein bisschen was in der Zauberkiste von HBX. Schau mal rein, was als nächstes kommt. Ich greife jetzt einfach mal blind rein und habe zwei Sachen gleich in der Hand. Okay, ich nehme nur eines. Das Beste hebe ich mir für den Schluss auf, Freunde. Jetzt machen wir direkt weiter mit Stüssi. Wir haben hier ein paar Basic-Sachen auf jeden Fall am Start. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Es sind nicht alle Pieces laut, aber das muss auch nicht sein. Ich habe hier ein Stüssi-Shirt mit Stoff ist in Ordnung, mit vorne einem schlichten Printing, so ein Gummi-PVC-Ding und hinten einfach das gleiche Logo nochmal, nur fett. Finde ich cool, kann ich mir extrem gut vorstellen, zu einer Baggy Jeans und den blauen SBs. Also das geht auf alle Fälle klar. Fit würde ich sagen, auch in Ordnung, keine 10 von 10, aber es ist ein nices Basic-Shirt mit dem Logo hinten, wirklich für so einen coolen, lockeren Style, einfach zum Rausgehen, perfekt. Leute, wir kommen zum letzten Shirt. Wir haben da noch einen Hoodie und auch das ist von Stüssi. Auch das habe ich in Large bestellt, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, das haben wir einfach nebenbei noch abgestaubt und für das werden wir auch nicht viel mehr bezahlt, haben wir 36 Euro. Schaut folgendermaßen aus. So leichte Fruit of the Loom Vibes, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Wir haben vorne hier so Früchte drauf. Und Stüssi Design Corporation, Laguna, California und noch ein Text halt. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Wie gesagt, so leichte Fruit of the Loom Vibes. Und das gleiche haben wir nochmal hinten mit diesem Obstkorb. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich mag bei dem Shirt, dass das so ein bisschen bunt ist. Und es schaut halt wirklich sehr flashig aus. Also das ist so ein Shirt, das siehst du auf 300 Meter, wenn das wer anhat, weil die Farben halt wirklich nice rauskommen. Ich werde das jetzt einmal kurz anprobieren für euch. Na, das ist Bombe. Noch einmal, für 36 Euro geht das absolut klar. Auch hinten nochmal mit dem Obstkorb, der wirklich sehr flashig ist. Also das ist wirklich nicht schlecht. Nochmal 36 Euro, ja. Also da kann man auf alle Fälle zuschlagen. Freue ich mich, wenn ich das Ding 3-4 Mal anziehe und irgendwo gut dazu kombiniere. Bin begeistert. Ich finde, das ist noch das beste Shirt von heute. Ich ziehe jetzt noch kurz mein Shirt um und dann kommen wir zum geilsten Piece, meiner Meinung nach hoffentlich das geilste Piece von diesem Shopping-Stream, nämlich dem Misbehave Hoodie. Der ist aus der Rave Collection, also die aktuelle Kollektion. Hier steht drauf Strictly Misbehave. Den habe ich genommen, weil ich die Blautöne sehr, sehr nice fand. Die findet man überall am Hoodie wieder. Und wenn ich so den Stoff angreife, ja, finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, aber ich finde es auf keinen Fall schlecht. Ich packe ihn mal aus. So schaut das Ding aus.
So sieht er aus. Ah, so ein bisschen Hawaii-Vibes hat er dabei, oder? Mit diesen blauen Tönen. Hinten haben wir kein Backprint, sondern wir haben den einfach so schlicht. Das schaut aber wirklich cool aus. Ich glaube, das sollen auch so Art... Ah, ich sehe auch hier, wir haben so leichte Fäden überall bei den Nähten. Das finde ich auch sehr cool, weil das so ein kleiner Eyecatcher ist. Wie gesagt, den haben wir in Large bestellt. Also, oh, gleich mal fett geschlatzt, Lound. Ich werde den mal anprobieren. 330, glaube ich, haben wir bezahlt. Ich sehe aber schon, dass der groß ist. Ob der zu groß ist, weiß ich nicht. Weil bei den Large-Shirts, die sind mal fast ein bisschen zu klein. Ja, der ist halt schon groß. Groß ist er schon. Er ist schon groß, weil die Ärmel da auch so runterfallen. Aber ich finde es auf keinen Fall schlecht. Ich finde es auf keinen Fall schlecht, Leute. Baggy und riesig. Und wenn du seine Baggy-Pants dazu hast, finde ich den nicht schlecht. Chat sagt 8 von 10, 10 von 10. Ja, einige von euch mögen es wirklich oversized. 2 von 10 zu groß, Bro. Würde ich nicht zurückschicken. Ich kalte mir den. Ich finde den nice. Ich finde den nicht schlecht, Leute. Medium, weiß ich nicht, wie die fällt. Das ist mein erster Misbehave Hoodie und Shirts habe ich L, also habe ich da auch L genommen. Habe ich den wirklich in Large bestellt? Weil für Large ist der halt schon wirklich groß. Ja, Large. Das ist aber ein Large Hoodie. Und ich habe bei Misbehave Large. Ich zeige euch mal ein Shirt. Und das fittet aber. Da würde ich niemals ein M nehmen, oder? Und dadurch habe ich den einfach in Large bestellt und fertig. Das wird schon so seinen Sinn haben. Wisst ihr, was ich meine? Die werden sich schon was überlegt haben dabei. Misbehave. Die wollen mit diesem Schnitt was ausdrücken und diese Stimme will ich ihnen nicht verwehren, nehme ich mal Nummer kleiner nehmen. Ja, versteht sie mich? Weiß nicht, ob das notwendig ist, aber fürs Verständnis, wir haben jetzt den zweiten Part. Jetzt kommt das Sneaker-Unboxing. Sehr viele nice Sneaker am Start, die wir da geholt haben. Here we go. Kommen wir zu den Schuhen, die werden alle passen. Official Syrup hat sich da mal wieder ausgezeichnet. Sehr, sehr cooler Karton mit ihrem Logo drauf. Packen wir die Air Force aus. Air Force Low. Aber diese, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber man kann quasi den Stoff runterreißen. Und dann wird der Schuh bunt. Da sind noch ein paar witzige Syrup-Sticker. Nehmen wir jetzt da einfach mal raus, okay. Ganz wild verpackt. Leute, was ist da los? So, schauen wir rein. Sehr, sehr nice. Gut, das ist einer von den zwei Schuhen. Wirkt wie ein ganz normaler, stinknormaler Air Force. Aber wenn man genau hinsieht, Leute, dann sieht man, dass der Stoff irgendwie anders ist. Und das liegt daran, dass da drunter diese bunten Farben sind. Man kann den Stoff runterreißen und dann sind die Schuhe drunter bunt. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Ich werde die fürs Erste aber clean weiß tragen und irgendwie schauen, ob sich der Stoff auch von ganz alleine ablöst. Ganz cool, kann man tragen mit einer weiten Hose. Kann man machen, oder? Was meint ihr? Würde euch ja jetzt zeigen, gut, wie das aussieht, wenn man das runterreißt. Da steht zum Beispiel Tap hier, dann kann ich hier anziehen und das runterreißen, diesen Stoff. Und dann wird es da drunter bunt in Rot, Blau, Grün und so weiter. Sehr, sehr cooler Schuh, wie ich finde. Und war auch nicht zu teuer. Kosten auch so viel. Nein, die kosten nicht viel. 120 Euro oder so. Basic-Schuh würde ich nicht dazu sagen, sondern was Ausgefallenes, aber nicht besonders teuer, Freunde. Kann sich jeder noch holen. Dort bei Official Sale. Das war der erste Schuh. Kommen wir gleich zum nächsten. Ihr seht, das ist von Official Syrup nochmal in so einem Sandpapier eingepackt. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Zack. Und jetzt ist wild, Freunde. Die Orangenen, na sicher. Leute, auf die habe ich gewartet. Jetzt kann ich es endlich anziehen. Die stehen schon ewig bei mir herum. Wirklich sehr cool. Ich werde aber dann die weißen Laces reingeben. Ich sehe gerade, die sind hier noch dabei. Sehr, sehr wilder Schuh. Alles aus Vollleder. Wirklich, wirklich cooler Schuh. Deswegen habe ich auch diese ganzen orangen Nuancen gewählt, damit die zukünftig dann mit den Jaded London Hosen gut kommen. Blöd, dass sie nicht da sind. Sehr, sehr cool. Für den habe ich bezahlt, Freunde. Ich weiß nicht mehr. Wisst ihr es hier noch? 250 oder so? Finde ich persönlich sehr cool. Freue ich mich schon, die anzuziehen und zu rocken. Und jetzt kommen wir zum letzten Paar Schuhe. Die haben 450. Oh, 450 habe ich bezahlt für die. Oh, ganz schön teuer. Schauen wir rein. Das macht Spaß. Jetzt haben wir das letzte Paar Schuhe heute. Ah, die blauen. Sehr, sehr nice der Schuh. Blau und orange. Ja, jetzt weiß uns wieder. Ja, also die finde ich auch wirklich sehr, sehr cool, Leute. Auch für die habe ich anscheinend 450 oder so bezahlt. Sehr, sehr nice der Schuh. Die werden in meinem Schuhkasten wieder sich gut machen. Ui, Leute. Auch da werde ich die weißen Laces reingeben. Einfach, weil ich es ein bisschen cleaner finde. Und das nicht so voll auf die Fresse blau ist, sondern so einen charmanten Ton hat, würde ich sagen. Und Freunde, das war's jetzt von diesem komplizierten Unboxing. Was hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare, welches Piece ihr auch gerne hättet, was euch vielleicht gar nicht gut gefallen hat. Das will ich eigentlich gar nicht lesen. Was euch gut gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Gleich alles ruiniert. Und wir sehen uns dann am Sonntag mit dem Shopping-Vlog. Freue mich schon irrsinnig drauf. Und dann geht's natürlich Schlag auf Schlag mit den nächsten Videos weiter auf MEM, Liberty and Justice. Nicht vergessen, bald ist es soweit. Das war's von mir, euer Maximilian.